Hallo ihr Lieben, wir sind Sabine und die Fahrradtee. Ja, wir stehen hier. Ach, guck mal, man kann dich hier markieren, Sabine. Ja. Auf Facebook markieren wir dich mal. Ja. Möchtest du Saraswati Sabine markieren? Genau. Was markiert? Geht nicht. Naja, wir wissen ja, wer du bist. Wir sind hier auf dem Karlsruher Indien Festival und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch nochmal irgendwie live auch berichte und eigentlich wollte ich euch auch zeigen, wie ich die Chalisa stand, aber hier war so viel zu tun. Wir hatten hier so viele Leute und ich zeige euch mal den Stand, den wir haben und wir kamen irgendwie gar nicht dazu. Jetzt erst wird es ruhiger und es ist tatsächlich, du bist ja seit heute Morgen 7 Uhr da oder sowas. Ja, halb acht. Und genau, gestern auch und es ist echt super viel gesehen am Stand. Richtig so toll, es hat ganz viel Freude gemacht. Jetzt habe ich vergessen, jetzt weiß ich, wo ich eben hin wollte. Ich habe nämlich eben einen, das habe ich vergessen, vor lauter Tanz angucken. Hier gibt es nämlich eine Bühne mit indischen Tanzen. Wir haben gerade einen Großmeister kennengelernt, der mit indischer, wie heißt denn das, indischer Massage Kampfkunst. Und Kampfkunst arbeitet. Und sogar zum Beispiel Knochenbrüche richten kann mit Massagetechniken und Kräutern. Ziemlich abgefahren. Ja, wir zeigen euch einmal unseren Stand ganz kurz. Also wir haben hier natürlich die Pandora. Ja, und hier kann man Probe-Sessions bei uns machen. Und dann unser Zelt. Und natürlich unser Harmonium. Das Tee. Und unseren Ganesha. Und hier habe ich auch Rakshabandhanams gegeben, das heißt, ich habe Mantren gemacht und Schutzkreise aufgebaut bei den Leuten. Und dann haben wir einen Informationsstand hier und auch sehr viele Rudrakshas. Und eine Slideshow von meinen Indienreisen, das ich nicht so ganz gut sehen kann hier. Ja, und wir hatten wirklich ganz, ganz, ganz schöne Feedbacks, unter anderem von einer Frau, die gesagt hat, sie organisiert Messen, und zwar die Balance-Messe in Offenburg, und sie sagte, ihr wart das Highlight hier. Und das finde ich ist ein ganz tolles Kompliment. Wow, ja. Das, oder? Wow, also na, das muss ich mal sagen, das fand ich echt genial. Und ja, wir haben hier ab und zu einfach nur gesessen und gechantet, Mantren gechantet. Und die Leute haben sich die Rudrakshas angeguckt und gefühlt und es war wirklich toll. Das Ganze geht jetzt noch bis heute Abend um 10. Und es sind einige auch interessiert, zu Hanuman Chalisa nächstes Wochenende zu kommen. Freuen wir uns natürlich auch. Total. Wir hatten hier, wie viel hatten wir? Bestimmt so. Also 100, ich kenn's bestimmt. Bestimmt 100 von den Chalisa-Flyern. Dazu gibt es nämlich auch eine Geschichte, die ich nochmal kurz erzählen möchte. Ich habe nämlich vor vielen Jahren, ich glaube, das war so vor 4 oder 5 Jahren, eine spirituelle Erfahrung mit Hanuman gehabt. Und der kam in einen Traum. Das war aber kein Traum. Das war richtig echt. Und der hat mich also angeschimpft. Und er hat gesagt, einer deiner spirituellen Aufgaben ist, dass du das Wissen über mich herbringst. Und um das zu machen, gib Poster kostenfrei weiter mit der Chalisa, was das bedeutet. Seitdem mache ich das. Und das war so eine intensive Erfahrung, dass ich richtig gemerkt habe, weil es ist ein sehr starkes Heilmantra, eine sehr starke Power, besonders im Kali Yuga. Und ja, da habe ich halt gemerkt, okay, das mache ich. Und jetzt habe ich mich natürlich ganz besonders gefreut, weil hier einige Inder kamen, die auch verstanden haben, wovon ich rede, die auch unseren Ashram besuchen wollen. Und das hat mich total gefreut, weil so eine Art von Wiedererkennung und Anerkennung finde ich häufig sonst nur in Indien, weil viele hier im Westen das nicht ganz nachvollziehen können, was für eine Kraft ein Mantra hat, was für eine Kraft Meditation hat und was für eine Power auch Energieobjekte haben. Und das hat total gut getan, das war total schön. Also sind auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mit dabei. Ja, ganz sicher. Auch wenn das total anstrengend ist, also sind wir schon sehr müde und so, aber es ist wirklich super, super. Ja, also vielleicht habt ihr ja auch Lust, noch spontan nächste Woche mit dazu zu kommen, zu Chalisa. Wir freuen uns. Am Freitagabend mache ich ein Seminar über Transformation des Herzens. Es wird sehr spannend, einige neue Themen, die ich aufgreifen werde. Und am Samstag ist das 108-mal Chanten mit Johannes Vogt. Der wird auch mit dabei sein, höchstwahrscheinlich mit seiner Gitarre. Und darauf freuen wir uns auch schon sehr. Okay, alles Liebe, bis bald. Tschüss.